ISO 21500, sie heißt Guidance on Project Management, beinhaltet die Beschreibung, was ein Projekt ist, wie eine Projektorganisation aufgebaut sein soll, wer Stakeholder sind eines Projekts, und der Hauptteil beschäftigt sich mit den Prozessen, die in Projekten möglich sind, in Projekten vorkommen sollen und gemanagt werden sollen. Eine ISO-Norm ist eine weltweite Norm. Bei uns vor allem bekannt durch die Normen aus der Qualitätsmanagement-Reihe ISO 9000, die für Zertifizierungen verwendet werden. Die ISO 21500 ist nicht dafür gedacht, für Zertifizierungen angewendet zu werden, sondern ist gedacht als Referenz für Verträge zwischen Unternehmen, die Projekte abwickeln. Die Vorversion, also die Vornorm der ISO 21500, gibt es seit April 2011 zu kaufen. Und die endgültige Version wird dieses Jahr, aber ich weiß nicht genau wann, erscheinen. Ja, also den besten Vorteil, den ich sehe, ist die Tatsache, dass es die Norm gibt, dass man es sichtlich der Mühe wertgefunden hat und das Projektmanagement genügend Bedeutung hat, diese neue Norm zu erstellen. Das finde ich das Positivste dran. Auch, dass es prozessorientiert erstellt worden ist. Und es eben jetzt eine Norm ist, wo ich sage, die ist für jeden interessant, der mit Projektmanagement zu tun hat. Jemand, der erst damit anfängt, aber auch Personen, die schon im Projektmanagement tätig sind, macht das sicher Sinn und ist hilfreich, sie zu lesen. Also PMA hat mitgearbeitet, weil wir den Herrn Berger, der ja bei uns am PMA Assessor ist und als Assessor tätig ist, dorthin geschickt haben und auch von uns finanziert dorthin geschickt haben. Das heißt, da eine sehr starke Mitarbeit, aber trotzdem ist diese Mitarbeit über das Österreichische Normungsinstitut gelaufen. Das heißt, nicht PMA direkt und deswegen auch nicht IPME direkt, das geht eben nicht. Jedes Land kann Leute, die bei Ihnen im Normungsinstitut sind, dorthin schicken und dort wird dann gemeinsam diese ISO-Norm erarbeitet.